Hallo und willkommen zu einer neuen Folge 4x4 Passion. Heute geht es um den Garmin Power Switch und zwar ist es ein kleines Gerät, mit dem man Lampen oder andere elektronische Geräte über Bluetooth, also über eine App oder übers Navigationssystem schalten kann. Das heißt, man muss jetzt nicht irgendwelche Löcher bohren oder viele Kabel verlegen und dabei hilft mir netterweise der Andreas von Scheinwerfer Lux. Hallo, mein Name ist Andreas Woltun, Vertrieb und Technik bei Scheinwerfer Lux. Und ich darf heute wieder bei 4x4 Passion etwas einbauen, und zwar diesen Garmin Power Switch in diese Mercedes-Benz V-Klasse. Diese V-Klasse gehört der lieben Kamerafrau Caro und die hat sich eben diesen Garmin Power Switch gewünscht. Warum? Ich nehme mal an, weil sie ihr Dashboard nicht zerschneiden möchte. Das ist nämlich einer der großen Vorteile dieses Power Switches. Ich hole den mal raus. Achtung, Unboxing. Oh, ganz gespannt. Eieieiei, schau an. Also, das ist der Garmin Power Switch. Der ist nicht viel größer als eine Zigarettenschachtel, aber gesünder. So, er hat 6 Schalter, auch 6 Kanäle, über die man jeweils 30 Ampere schalten kann, 100 maximal gleichzeitig eingeschaltet. Und das Ganze lässt sich auch per Bluetooth bedienen, also von innen. Bequem über das Smartphone, das Tablet oder eines der Garmin-Navigationsgeräte wie das Overlander Thread, Thread Overlander oder Thread XL Overlander. Wenn wir noch mal hier kurz auf die Details schauen, was haben wir hier für Möglichkeiten? Das ist relativ schnell erklärt. Hier kommt Plus dran, hier kommt Minus dran. Dieses Plus wird dann auf die einzelnen Kanäle geschaltet, per App oder eben hier per Taster. Und dann haben wir hier noch 2 Eingänge. Wenn ich hier Plus anlege oder hier Plus anlege, habe ich nochmal 2 Schaltmöglichkeiten. Das könnte zum Beispiel Zündung ein sein. Wenn ihr also die Zündung beim Fahrzeug einschaltet und hier Spannung anlegt, könnt ihr halt irgendetwas mit diesen Kanälen machen. Über die Bluetooth-Kopplung können natürlich auch auf die Sensoren der Smartphones zugegriffen werden, wie Helligkeitssensor, Uhrzeit etc. Da können dann verschiedene Schaltprogramme realisiert werden über die App, die eben auf diesen Sensoren basieren, wenn man das möchte. Was ich auch mal noch ausprobieren müsste, ob man damit so eine Art Coming-Home-Licht machen kann, sprich, wenn die GPS-Koordinaten auf meine Einfahrt zeigen, ob ich dann dafür sorgen kann, dass das Licht angeht für ein paar Minuten. Das müsste ich noch testen, ob das geht, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls, diesen Power Switch bauen wir heute hier ein. Und zwar wollen wir den auf den Sicherungskasten setzen. Der kann nämlich bis 70 Grad Wärme vertragen. Wir haben hier auch Anschlussmöglichkeiten für Plus und hier hinten für Masse. Und hier haben wir auch schon ein paar Leuchten, die vormals mal hier verdrahtet wurden, die wir gleich dann auf den Power Switch legen werden. Wir hatten ja das Unboxing noch nicht ganz beendet. Was haben wir denn noch dabei? Wir haben einmal das Plus-Anschlusskabel mit einer Sicherung. Das gehört also sofort an die Batterie oder an die Spannungsquelle. Wir haben hier bei der V-Klasse eine Verbindung direkt zur Batterie. Die werden wir nutzen. Die hat also Dauer 12 Volt. Dann haben wir das Massekabel für die Verbindung an entweder Batteriemasse oder Karosseriemasse. Also ein guter Massepunkt ist nötig. Und dann sind auch schon ein paar Krimp, Rundschuhe dabei, um eben bereits Leitungen anschließen zu können. Das sind die, die dann quasi hier in die Seite montiert werden. Ja, das ist alles, was dabei ist. Natürlich ist noch eine Anleitung dabei. Und damit legen wir jetzt los.
Wir haben es bei der Leitbar da oben drauf mit einer Osram FX1000 zu tun und die hat natürlich Leistung. Ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, wie viel, aber diese Kabel 2,5 Quadrat sagen mir, das muss schon ein bisschen mehr sein. Ja, und ich muss jetzt die Massekabel verlängern, hier auf einen Massepunkt von dem Garmin Power Switch weg. Und vielleicht sieht man hier ein Detail, was man vielleicht mal erklären kann. Während die Litzen beide 200 Quadratmeter haben, ist diese Isolierung etwas dicker als diese Isolierung. Deshalb fühlt sich das Kabel von der Leuchte dünner an als das Kabel, was ich jetzt hier zur Verlängerung habe. Der Grund ist der, das ist ein sogenanntes FLRY-Kabel. Das bedeutet, das ist eine Fahrzeugleitung, also zugelassen für den Bau im Fahrzeug. Wir dürfen die also hier verwenden. Und das FL steht übrigens für Fahrzeugleitung und das R steht für einen reduzierten Außendurchmesser der Isolation. Die Isolation ist also etwas dünner, kann aber dafür etwas mehr Temperatur vertragen. Das ist eine FLY-Leitung, auch 2,5 Quadratmeter. Nicht Quadratmeter, 2,5 Quadratmillimeter natürlich, nicht Meter. Das würden wir hier nicht reinkriegen. Und da ist die Isolierung etwas dicker. Da fehlt das R in der Bezeichnung für reduziert. Kann etwas weniger Temperatur vertragen, ist aber hier für die Stelle immer noch vollkommen ausreichend. Und damit verbinde ich jetzt die Masse, um die beiden Leuchten, die über den Garmin Switch geschaltet werden, auf Masse zu bringen. Also jetzt nach stundenlanger Mühe, Schweiß, unsäglichen Qualen, haben wir es dann doch geschafft, in einer halben Stunde das Ding anzuschließen. Also, wir haben jetzt hier den Power Switch mit den Zuleitungen, die wir von der Batterieversorgung hier vorne geholt haben. Hier sind also Leitungen zum Überstarten und Ähnliches, die direkt von der Batterie kommen. Masse haben wir uns hier bei der Karosserie geholt. Und hier sind die Leitungen, die jeweils zu den Heckarbeitsleuchten von Osram führen und zu der FX1000 hier vorne. Inklusive Masse, die wir ebenfalls hier auf die Karosserie gelegt haben. Naja, und wenn man jetzt eben hier diese Schalter betätigt, dann kann man entsprechend das Licht schalten. Das Ganze geht natürlich dann auch über Bluetooth. Und da haben wir dann natürlich weitere Möglichkeiten, wie man kann aus so einer Leuchte eine Blinkleuchte machen, weil der Garmin Power Switch zeitgesteuert ein- und ausschaltet. Also eine Art Stroboskop, wo man die Ein- und Ausschaltzeiten separat festlegen kann. Man kann sogar die LED dimmen. Ja, das ist ja auch jetzt nicht so ein einfaches Geschäft, eine LED zu dimmen. Normalerweise leuchten die ja von 6 bis ca. 30 Volt in voller Kraft oder nahezu voller Kraft. Aber mit dem Garmin Power Switch ist es uns sogar gelungen, oben die FX1000 von Osram zu dimmen. Und es gibt da halt weitere Möglichkeiten, die im Zusammenhang mit der Kopplung mit so einem Smartphone zur Verfügung stehen. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Das Ding hat jetzt hier seinen Platz gefunden. Und 4 Plätze sind noch frei, die werden sicherlich in Zukunft belegt werden, weil hier ist noch mehr Licht am Fahrzeug geplant. Das werden wir dann auch darüber schalten. Und so muss die Karo jetzt keine Löcher in ihr Dashboard bohren, um irgendwelche Schalter da rein zu fummeln. Was könnte man denn darüber noch schalten? Sitzheizungen, Kühlboxen, Steckdosen. Ja, weiteres Licht. Licht kann man nicht genug haben. Kaffeemaschinen. Es gibt ja auch so Kaffeemaschinen fürs Auto. Ja, also alles Mögliche kann man darüber schalten. Okay. Andreas, ich danke dir dafür. Keine Ursache. Den Teil mit dem Bluetooth und so schauen wir uns jetzt an. Wir haben den Power Switch jetzt bei mir im Motorraum eingebaut, aber natürlich könnte man den rein theoretisch auch im Fahrerraum irgendwie an Sitzschrauben oder sonst irgendwo, wo man ihn haben möchte, installieren. Um den Power Switch zu verbinden, drückt man einfach auf die Pair-Taste.
Vorher hat man sich natürlich die Handy-App runtergeladen und dort wird man dann auch automatisch durchgeführt. Hier habe ich jetzt schon die beiden blauen Tasten neu beschriftet, einmal mit Leitbar und einmal mit hinten. Durch den blauen Balken an der Seite sieht man, dass die Tasten aktiviert sind. Man kann sie einzeln ein- und ausschalten oder durch Aus auch alle zusammen ausschalten. Über Bearbeiten ist es möglich, den Namen der Taste zu ändern, also die Tastenbezeichnung. Man kann ein Symbol zuordnen und man kann auch die Tastenfarbe verändern, so wie man möchte. Außerdem kann man den Tastenmodus bestimmen, Normal, Taster oder Stroboskop. Und man kann durch die Dimmerfunktion die Helligkeit bestimmen. Ganz unten links unter dem Namen Power Switch, den man übrigens auch ändern könnte, sehen wir dieses kleine Viereck mit dem Bluetooth-Zeichen. Das bedeutet, dass wir uns gerade in der Einstellung vom Power Switch selber befinden. Und wenn wir jetzt aber rechts auf das Plus drücken, dann kann man noch weitere Funktionen hinzufügen, also Tasten. Ich probiere das jetzt mal aus mit Blinken vorne. Dann gebe ich dem Ganzen ein Symbol, eine Tastenfarbe. Das ist jetzt ähnlich wie bei den normalen Tasten am Anfang. Dann muss man eine Aktion hinzufügen. Dazu muss man dem Power Switch sagen, welchen Eingang er benutzen soll. Dann kann man sagen, Aktion, umschalten, einschalten, ausschalten, Tastenmodus, Stroboskop nehmen wir jetzt mal. Dann können wir das Ganze links auf der Taste testen und es funktioniert. Dasselbe mache ich jetzt auch noch für hinten. Dann hat man die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel irgendwo steht und eine Panne hat oder auf sich aufmerksam machen will, das Auto rundherum blinken zu lassen. So, jetzt haben wir also unsere zwei Sonderfunktionen definiert und wir sehen ganz unten auf der einen Seite wieder die Power Switch, das Power Switch Symbol mit dem Bluetooth und dann steht rechts Benutzer definiert, also diese zwei Registrierkarten. Bei Benutzer definiert ändern wir jetzt auch den Namen noch im Blinken, damit man genau weiß, was was ist. Man könnte nämlich auch noch mehr Registrierkarten einfügen für verschiedene Funktionen. Abgesehen von der App auf dem Handy kann man den Power Switch auch noch mit dem Navigationsgerät von Garmin steuern, wie zum Beispiel mit dem Thread Overland. Da funktioniert das Ganze ähnlich. Was ganz praktisch ist, es hat schon die Namen von den Haupttasten übernommen aus dem Handy raus. Leider nicht unten die Registrierkarte mit unserer Spezial-Blink-Funktion. Die App auf dem Navigationsgerät ist ähnlich wie die auf dem Handy. Auch hier kann man alles Mögliche einstellen. Zum Beispiel gibt es die Funktion Routinen. Das ist das, von dem der Andreas vorhin erzählt hat. Da kann man Auslöser wählen, verschiedene. Und zwar zum einen entweder Geschwindigkeit, Tempo, Zeit kann man einstellen, Uhrzeit. Man kann aber auch sagen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Die Schaltung per Uhrzeit könnte man zum Beispiel gut benutzen, um seine Kühlbox ein- und auszuschalten, weil da möchte man ja manchmal nicht, dass die nachts läuft, wenn die zum Beispiel Geräusche macht oder so. Ich werde jetzt mal mit dem Tempo ein bisschen rumexperimentieren und das heute Abend mal ausprobieren. So, bei meinen ersten Versuchen habe ich festgestellt, dass man ganz schön viele Routinen erstellen muss. Und zwar, was habe ich gemacht? Wenn das Auto schneller als 40 km/h fährt, dann geht die Leitbar an. Wenn es schneller als 50 fährt, geht sie wieder aus. Wenn ich langsamer als 40 fahre, geht sie auch aus. Und wenn ich langsamer als 50 fahre, wird sie eingeschaltet. Das heißt, immer wenn ich zwischen 40 und 50 km/h fahre, ist die Leitbar an. So, im ersten Feldversuch hat es auch einwandfrei funktioniert. Ich muss allerdings sagen, ich bin mir nicht so ganz sicher, für was man diese Funktion gebrauchen kann. Wenn irgendjemand von euch eine Idee hat, gerne unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht einen elektrischen Heckspoiler, der ab einer gewissen Geschwindigkeit hochfährt. Ich weiß es nicht, aber das werde ich auf jeden Fall noch rausfinden und weitere Tests durchführen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.